Bruder Helmut, werdende Eltern haben 9 Monate Zeit, um sich auf ihr Kind vorzubereiten. Aber reichen 9 Monate auch, um sich auf ein Jahr der Barmherzigkeit, ein heiliges Jahr vorzubereiten? Ihr Beispiel zeigt ja schon, dass 9 Monate reichen, um etwas hinzubekommen, was Hand und Fuß hat. Wir arbeiten hart dran und wir werden sicher zu Beginn des Heiligen Jahres am 8. Dezember so weit sein, dass wir beginnen können, dass wir anfangen können. Aber es wird noch viel zu tun sein im Lauf dieses Jahres. Wie sehen denn die aktuellen Planungen aus? Was sind für Großevents in Planung? Also wir planen für den Heiligen Vater so etwa 13 große Veranstaltungen, zu denen der Papst einlädt. Das sind dann Veranstaltungen zum Beispiel relativ am Anfang des Heiligen Jahres im Januar, wo wir die Wallfahrtsverantwortlichen einladen, weil der Papst sagen möchte, das Heilige Jahr ist jetzt nicht nur ein Event, da fahre ich mal hin, schaue mir mal die Tür an, gehe mal da durch und vielleicht geschieht etwas, sondern es ist ein Wallfahrt, es ist ein Aufbrechen aus dem eigenen Alltag, sich aufzumachen zu neuen Ufern sozusagen des Glaubens und der Barmherzigkeit. Und das soll mit dieser Begegnung für die Wallfahrtsverantwortlichen ganz am Anfang schon mal deutlich gemacht werden. Darüber hinaus haben wir noch die Begegnung mit denen die Spiritualität der Barmherzigkeit sehr wichtig ist. Das wird am Sonntag der Barmherzigkeit, am Weißen Sonntag, wie wir in Deutschland sagen, sein. Und das sind nicht nur die jetzt der Spiritualität der Schwester Faustina nahestehen, sondern wir dürfen uns auch erinnern, dass zum Beispiel die barmherzigen Schwestern, die barmherzigen Brüder, es gibt eine ganz lange Tradition der Kirche, die Barmherzigkeit zu leben und in Werke umzusetzen. Und am Ende des Jahres werden wir dann die Häftlinge, vermutlich in St. Peter, haben, Häftlinge, die der Papst einlädt, zu diesem Thema der Barmherzigkeit. Wie muss ich mir das vorstellen, dass die Häftlinge alle in den Petersdom kommen oder wie? Ja, es werden vermutlich nicht alle sein, da wird schon der italienische Staat nicht mitmachen, aber es werden Vertreter wohl da sein. Wir sind im Gespräch mit der Regierung dazu, das muss alles sehr genau geklärt werden. Aber dass sie in den Petersdom können, dass sie durch die heilige Pforte gehen können, aber dass sie in der Begegnung mit dem Papst selbst auch nochmal das Thema Barmherzigkeit erfahren. Zum einen, dass ihnen Barmherzigkeit geschenkt wird, du bekommst eine neue Chance in deinem Leben und dass sie natürlich auch selber zur Barmherzigkeit aufgefordert werden, im Gegensatz zu dem, was sie vielleicht vorher verbrochen haben und wo sie anderen Menschen doch sehr unbarmherzig begegnet sein mögen. Der Papst selbst hat auch große Gesten der Barmherzigkeit angekündigt. Wie werden die aussehen? Können Sie uns da schon etwas verraten? Ich glaube, bei Papst Franziskus sind das eher keine großen, sondern kleine Gesten. Er legt Wert auf das Kleine, auf das ganz Normale. Aber eine wissen wir schon, er wird ganz am Anfang eine heilige Pforte in einer Suppenküche der Caritas am Bahnhof Termini eröffnen. Das ist schon mal eine Besonderheit für ein heiliges Jahr. Das ist also keine Kirche, kein Sakralort, sondern es ist ein Ort der gelebten Nächstenliebe, der Caritas. Und dort will er einfach zeigen, ja, die Begegnung mit der Barmherzigkeit ereignet sich eben auch im ganz alltäglichen Handeln. Aber heilige Pforte stelle ich mir jetzt so vor, man schreitet durch eine Pforte. Wenn ich in die Suppenküche hineingehe, bin ich mit der Barmherzigkeit in Berührung gekommen? Also die heilige Pforte ist ja eine Einladung. Sie sagt immer, dir steht eine Tür offen zur Erlösung, eine Tür offen zur Barmherzigkeit Gottes. Das ist gewöhnlich in einer Kirche, aber hier wird dann nochmal gezeigt, diese Barmherzigkeit wird auch gelebt. Und nach der Messe heißt es immer, geht hin in Frieden. Es gab mal einen Bischof in Italien, der hat gesagt, geht nicht in den Frieden, sondern geht und schafft jetzt Frieden. Lasst das, was wir gefeiert haben, spürbar werden in euren Werken. Und ich glaube, das wird dann genau in so einer Suppenküche oder auch in ganz vielen anderen Orten, wie in Sterbehospizen oder auch in der Arbeit mit Flüchtlingen, von vielen Menschen ja gelebt. Eine Besonderheit des Heiligen Jahres wird ja auch sein, dass es sich nicht nur auf Rom konzentriert, sondern auch vermehrt und verstärkt in den Ortskirchen stattfinden soll. Wie kann das denn gelingen? Ja, der Papst möchte, dass in allen Diözesen zumindest eine heilige Pforte geöffnet wird, um jedem die Möglichkeit zu geben, diesen Pilgerweg anzutreten, sich auf den Weg zu machen. Aber er lädt gleichzeitig auch Bischöfe, Pfarrer, Gemeinden ein, eine Kirche zu werden, die hinausgeht.
die nicht darauf wartet, dass alle zu ihr kommen, sondern die weiß, es gibt ganz viele, die sich vielleicht nicht mehr trauen, die das Vertrauen verloren haben, die schon gar nichts mehr davon wissen. Und er lädt Bischöfe, Priester, Gemeinden, Ordenschristen ein, sich auf den Weg zu diesen Menschen zu machen. Und für ihn sind es natürlich immer die Schwächsten, die am meisten unsere Zuwendung brauchen. Bruder Helmut, vielen Dank für diese Eindrücke und Berichte von den Planungen für das Heilige Jahr und für die weitere Arbeit. Ihnen alles Gute. Recht schönen Dank und ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen können im Laufe des Heiligen Jahres. Sehr gerne, Dankeschön.